Hallihallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu Pokémon Schild. Ein Let's Play der etwas anderen Art, denn ich werde dieses Spiel ausschließlich streamen auf Twitch. In der Beschreibung habt ihr einen Link. Ich versuche es Montag bis Freitag immer um 19 Uhr zu schaffen. Dann werden wir eine Stunde ungefähr zocken und ich packe euch einfach immer ein paar Parts hier mit auf YouTube hoch zum Nachgucken. Also groß dran rumgeschnippelt habe ich da nicht. Das ist alles live, auch mit dem Chat. Da wird es auch bei den nächsten Folgen, nicht bei den ersten jetzt hier, da habe ich es noch verpennt, wird es auch einen extra Rahmen geben, damit man den Twitch-Chat auch ein bisschen nebenher mit lesen kann. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video positiv bewertet und jetzt viel Spaß bei Pokémon Schild. Allein dieser kleine Teppich war die Arena, ja. Was war das für ein Geräusch? Hast du auch ich habe ein Geräusch gehört, ja. Oh Gott, mein Junge wurde eingebrochen. Ach, das Tor ist offen. Das Wally ist... Oh. Rettet Wally. Wally. Es hat doch vorhin immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. Oh mein Gott, nein. Das ist doch eigentlich zu... Das... Achso, da ist doch... Ich habe jetzt gedacht, steht das. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaut haben. Was machen wir jetzt, Greedy? Das... Freust du mich? Retten wir das Pokémon! Das ist ja Notfall. Genau, wir sind zwar beides nur 10-jährige Kinder, aber hey. Also, ich soll doch mal... Ich weiß, dass der Schlummerwald da ist. Ich soll meiner Mom Bescheid geben. Jetzt soll ich meiner Mom doch nicht Bescheid geben. Die wohnt da oben. Ich sag nur, hey Mom, keine Sorge, wir gehen kurz in den Schlummerwald. Was? Wo geht ihr hin? Du hast Wally nie gesehen, aber nie seinen Namen. Sorry. Ich muss die Facecam immer so ein bisschen an- und ausmachen. Warum geht die... Es geht leider nicht der Fastkey. Der Ding ist hier. Das hätte ich, was, kann ich ein paar Screenshots machen. Hallo, Wally. Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann. Und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht mal finden, dann wird es sterben. Ey, dann haben wir ein Problem. Na, dann müssen wir mal schnell. Müssen wir mal sparen jetzt hier. Oh. Oh nein! Ein wildes. Ich muss es töten. Pokebälle habe ich ja wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich mache es einfach so, wie ein guter Freund von mir aus der Grundschule, lange nicht mehr gehört, der hat damals Pokémon gezockt und hat dann, ich glaube, den Shiggy genommen und hat tatsächlich einfach nur mit dem Shiggy gelevelt bis... Level 30 oder so, ihr da mal da weitergelaufen ist und andere Pokémon gefangen hat. So, das passt doch. So, Grüße. Ich renne einfach mal durch. Warum trägt das so eine Hipster-Mütze von 2002? Du, hier sind einige Dinge im Argen. Diese ganze Familie und... Also, irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das denn? Ein Micro? Ein Micro? Okay. Blut. Blut. Loot, 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 loot. Oder es ist ein Hipster. Es ist ein Hipster, Leute. Nee, jetzt macht das Piekser. Dass man auf sowas noch nicht gekommen. Ist nicht Schnabel Piekser? Es ist Schnabel. Piekser ist Schnabel. Wir brauchen eine neue Attacke für Vogel-Pokémon. Das können wir dann nehmen. Schnabel? Na, das haben wir schon. Irgendwas, was so ähnlich ist wie Schnabel. Was macht ein Schnabel? Na, der piekst doch so. Piekser, Alter. Mega Brain. 1000 IQ. Ich habe was gehört. Hast du es auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Blaumeise. Ah, deswegen. Das könnte sein. Geht's deinem Hoplo gut? Komm, ich mach's schnell mit. Der halt nicht ernsthaft. Der halt das. Das ist der Wahnsinn. Der halt das. Lass mich raten, es kommt ein legendäres Pokémon. Hallo, der Chris. Hallo. War das auch der Chris? Wenn Chris ein Pokémon wäre, wäre ich ein Raffel. Ein weibliches, natürlich. So, komm. Tschüss. Okay, das hält ja relativ viel aus. Okay. Das hält ja viel aus. Aber es ist schon süß. Es ist halt so ein typisches, ist so ein VM-Sklave, ne? Gibt es überhaupt VMs in dieser Edition? Bitte nicht spoilern im Livestream-Chat, aber ich meine ja nur. Ihr könnt übrigens im Livestream-Chat gerne hier mal erzählen,
Ob ihr gern für die nächsten Streams dann, weil das ja auch auf YouTube hochgeladen werden soll, ob ihr so einen Rahmen haben wollt, ne? Einen Rahmen, wo dann etwas verkleinert der Ingame-Screen zu sehen ist, meine Facecam unten rechts, oben drüber der Chat aus Twitch. Das ist momentan so eine Idee, wäre geil, wenn ihr dazu ein bisschen was dazu sagen würdet. Warum ist Christa? Hat so gepasst. Passt so schön. So, was willst du denn jetzt? Beeilung, Grievy, ich mach mir... Ja, halt mich doch nicht auf, ich renn doch... Ich einfach stehen bleibe. Ich hätte heute schon einen erwartet. Naja, Enttäuschung ist nicht gut. Mann, Shalom. Ich kann nichts dafür. Ich hatte zu tun, ich musste arbeiten und war beim Friseur und einkaufen und dann habe ich The First Order gespielt. Übrigens, nach diesem Stream hier, ich weiß für diejenigen, die den Stream nachschauen, das bringt jetzt nichts, aber dann wird es The First Order geben. Die erste Folge aus dem neuen Star Wars Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Hallo. 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 Ich hab's gecallt. Was ist das? Wald. Ich kämpfe jetzt nicht allen Ernstes dagegen, oder? Kämpfe ich jetzt wirklich dagegen? Flucht. Okay, das ist eigentlich ganz geil jetzt. Slender jetzt. Ja, das ist Slender. Ah! Noch besser! Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Dann setzen wir mal Heuler ein. Au! Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Ich kann gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Grievy? Ich überlege gerade, was wäre, wenn man vorher seine gesamten AP aufbraucht, um dann nur noch Verzweifler zu können. Würde Verzweifler eine Wirkung haben? Weil das vielleicht irgendeiner beim Programmieren nicht bedacht hat? Das müsste man mal rausfinden, Leute. Das müsste man mal rausfinden. Okay, wir fliehen, komm. Aus unerklärlichen Gründen kannst du gerade nicht fliehen. Es geht einfach nicht. Du kannst dich nicht bewegen. Hier, komm, jetzt setzen wir noch Tackle ein. Oh mein Gott, das hat auch keine Wirkung. Wer hätte es gedacht? Und der Nebel wird immer enger und jetzt ist es weg. Und hallo Zottler. Pokémons, ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe mein Hoplo noch. Das hoppelt da noch rum. Ist er tot? Hat das Pokémon ihn umgebracht? Ich glaube schon. Ganz schön düsterer Anfang für ein Pokémon-Spiel. Unfassbar. Oh nein, wir sind tot! Oh nein. Okay, wir leben noch. Hopp, Grievy. Delian, wie hast du uns gefunden? Wow, gab ja so viele Möglichkeiten. Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist Nick witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Hab. Ihr seid ewig Nick aufgetaucht. Da musste ich euch aber... Wie lange waren wir denn bewusstlos? Alter. Ich habe mir Once und Nick Sorgen gemerkt. Da fällt mir ein, was ist da eigentlich mit Wally? Es hatte sich im Wald verlaufen. Wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Ja, na klar hat er das. Wally. Dem geht's gut, wie ihr seht, aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wildneck betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ihr seid zwar beinahe draufgegangen, aber hey. Ja, zum Glück ging nochmal alles gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene, abgespacede Pokémon... Hätte auch anders ausgehen können. Ende gut, alles gut. Moment. Welches abgespacede Pokémon?
Das hättest du mal sehen sollen, Dalian. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es hindurchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen, durch. Schlimmerweise soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war es nur eine Illusion? Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? Ihr Jonathan Frakes. Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch in dem Wunsch geweckt, stärker zu werden. Ihr seid beinahe draufgegangen. Ihr müsst stärker werden. Das müsste euch jetzt klar sein. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften, aber jetzt solltet ihr erst einmal am Kern. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Vielen Dank. Dahin hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das werden wir dieses Abenteuer absolut wert. Ich bin fast draufgegangen. Yay! Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Wow. Mal gucken, wie lang diese Legende gehen wird. Ihr seid fast draufgegangen, aber habt Mut bewiesen. Das Leben eines Gryffindors. True. Und hallo, Sunny. Grüße. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter... Ich wollte meiner Mom schon die ganze Zeit Bescheid sagen, noch bevor ich in den Wald gegangen bin. Aber du wolltest ja ganz schnell dahin. Freunde der Nacht. Furlongham. Wir gehen zu unserer Mom. Und dann können wir langsam das Abenteuer aufbrechen. Wo ist sie denn? In der Küche? Natürlich ist unsere Mutter in der Küche. Sexismus! Oh, das ist ja mal ein süßes Hopplo. Ich wollte nach Brassbury meinen Pokédex besorgen. Ich war da ja... Wieso hat er denn... Wie lange waren wir bewusstlos? Kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokécenter ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Hopplo. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Ja. Und du, Hopplo, pass mir gut auf meinen Greedy auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Vielen Dank, Mom. Das ist eine nette. Was hat die für Schuhe an, Alter? Gummistiefel im Haus? Und wir rennen auch mit unseren Schuhen im Haus rum. In der Küche. Rapu! So was macht man nicht. Der Stream ist gleich vorbei. Das habe ich euch nämlich noch gar nicht verraten. Jeder Pokémon-Stream geht nur eine Stunde. Dafür versuche ich das so gut wie täglich zu schaffen. Ohne jetzt zu viel, ne? Also, ne? Ihr wisst schon, manchmal klappt es nicht wegen der Arbeit. Aber ich versuche es zumindest. Ich habe hier nämlich noch etwas. Dieses tolle Pamphlet. Eine schöne Karte für einen Mauzi. Get a special Meowth that can Gigantamax. So, ich muss nur launch your Pokémon's Shield, select Mystery Gift on the X-Menu, select Get a Mystery Gift, select Get via Internet, then yes to save your game and connect to the Internet. Confirm the gift you want to receive. Watch as the gift arrives in your game. Kriegt das jeder? Ich glaube, das kriegt jeder, ne? Ja. Das scheint jeder... Das ist ja geil. Geheimgeschenk Amorelli-Kalender. Genau, Alter. Wie lange ist die Cosplay-Liste? Ich cosplay die Mom. Alles klar. Per Pokéball Plus mit Pokémon einen Ausflug machen. Ach ja, stimmt. Ich will ein Geheimgeschenk. Per Internet. Ja, mach mal. Ich möchte jetzt noch das Mauzi haben. Das ist mir wichtig. So, ich bin mit dem Internet verbunden. Wow. Jetzt sucht er nach einem Geschenk. Da ist es ja wirklich. Das ist aber geil. Das ist schon. Sehr sweet. Du erhältst ein Mauzi. Überprüfe dein Pokémon-Team. Das ist halt schon geil, ne? Geheimgeschenke überprüfen. Okay. Ja, dann gucken wir doch gleich mal rein. Pokémon neu. Da steht sogar mal jetzt da neu, ne? Tatsache hier, Level 5. Ein weibliches Mauzi. Das gefällt mir. Weil Snobillycat ist halt dann auch schon sehr weiblich. Das ist... Hat einen schlechten Spezialangriff, aber eine höhere Spezialverteidigung. Ja, ist okay. Also, Spezialangriff braucht man mit Mauzi normalerweise sowieso nicht, aber mir hätte jetzt Initiative oder normaler Angriff als Stärke besser gefallen. Hebt gelegentlich von Gegnern benutzte Items auf. Dies geschieht nicht nur während Kämpfen, sondern auch unterwegs. Oha. Schön. Hoher Spezialangriff, schlechte Verteidigung. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr, weil wir natürlich dann Flammenwurf und so weiter sehr gut einsetzen können. Der Verteidigungswert ist eher
irrelevant, finde ich, im normalen Game. So. Jetzt können wir gerne nochmal vorlaufen. Lootbox hat Pokémon erreicht. Das ist halt echt so. Das sah echt aus wie eine Lootbox. Du hast doch eine Abneigung gegen mich. Die letzten 3, 4, 5 Mal, als ich deine Streams kompensiere, so, der Stream ist jetzt langsam zu Ende. Hä, warum? Nein, nein, nein. Pass auf. Die Pokémon-Streams sollen auch nur eine Stunde gehen. Willst du noch was von mir? Nee, ne? Warum lacht der so? Der macht seinen Mund nicht zu. Doch, jetzt macht er ihn zu. Gottes Willen, du stinkst. So, aber ich will die Dinger ja auch ein bisschen auf YouTube hochladen und deswegen sollen die nicht zu lang gehen, damit ich, ne, wegen Schneiden und Runterladen und Datenlänge und so weiter. Deswegen muss ich aufpassen. Okay, es geht los! Erst Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs! Ja, oh, jetzt wird er noch trainieren. Wir treffen uns am Pokémon-Labor. Das ist das Gebäude im Individuum. Ich schnapp mir das Item. Wo ist, hallo? Müsste ich ihn jetzt nicht da sehen? Wieso sind die... Ja, genau. Natürlich muss ich jetzt auch da lang, weil die Schafe da ja sind. Hallo. So. Das kennen wir ja schon, das Raffel. So, Hoplo kriegt, glaube ich, gleich ein Level up. Hm, obwohl, 30 XP bräuchten wir. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Zweimal ein Raffel. Ein kleines Raffle, kleines Gewinnspiel im Twitch. Twitch Livestream, Gewinnspiel mit Raffle. Warum eigentlich Raffle? Warum Raffle? Das ist doch eine Art Eichhörnchen, ne? So ein Chipmunk ist das doch oder so. Okay, ich weiß es nicht schon, was ich meine. Oh Gott, das ist mal ja weit entfernt vom Level Up. So, jetzt würde ich sagen, wir wechseln trotzdem mal. Pokémon bewegen. Heilen? Wie jetzt heilen? Ah, okay, 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 alles gut, verstehe. Das finde ich sogar ganz nett. Da war ja noch eins. Ja, also ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Man ist direkt wieder drin und alles. Kann ich mich echt nicht beklagen. Alter, was ist hier los? Das ist ja sweet. Die hat ja richtig... Das hat ja richtig viele Attacken drauf. Trenton, sei gegrüßt, mein Lieber. So, Schlitzer. Zack, zack. Okay, das haut schon rein. Das Mauzi haut rein. Wenn wir das gut leveln, ich glaube, das kann uns gerade jetzt in der Anfangsphase sehr gut helfen. Und unsere anderen Pokémon, die leveln natürlich auch mit. Das ist ja wieder mal typisch. Dieser EP-Teiler, dieser automatische EP-Teiler. Der Routenschlag sieht eher aus wie ein Hinternwackler. Hast du den Vorgänger auf der Switch gespielt? Ich habe Pokémon Let's Go Pikachu gespielt, tatsächlich, ja. Den habe ich gespielt. Ja, das haut schon gut rein. Das haut schon gut rein. So, wir setzen trotzdem Zahltag ein, denn mit Zahltag gibt's Moneten. Und Geld kann man immer gut gebrauchen, in jedem Pokémon-Spiel. Also ich finde es jetzt grafisch nicht so einen krassen Unterschied. Ihr seht ja hinten die Texturen von den Gebäuden. Ist jetzt nicht so der absolute Brüller, ne? Du hast halt zwei, drei verschiedene Layer mit ein bisschen Weichzeichner reingeklatscht, so. Es sind jetzt nicht die ganz großen Unterschiede wie bei Pokémon Let's Go. Hier hast du den Vorteil, du hast die Stadt noch im Hintergrund ein bisschen, ne? Das, was in der Stadt halt zu sehen ist, ist ganz nett. Unser Hoplo levelt einfach auf, unser Mauzi nicht. Geil. Finde ich gut. Gefällt mir. Hoppla, erlernt Druckzughieb. Sehr schön. So, ein bisschen Geld haben wir auch, glaube ich, aufgehoben gerade wieder. Und Trank haben wir auch noch gefunden. Oh, was ist das? Oh, na, wie süß ist das denn? Ein Kleptifuchs. Ich kann mir vorstellen, ist das auch ein Feuer-Pokémon? Man sieht es ja nicht, ne? Ich hab Pokebälle. Ich könnte schon längst fangen. Okay. Ich könnte schon längst fangen. Warum habe ich 5 Pokémon? Hat es unserem Mann gegeben? Prügler, Alter. Beruhig dich. So, Mogelhieb mal einsetzen. Wir wollen es ja nicht besiegen. Es ist fehlgeschlagen. Okay, interessant. Das ist ein... Das... Ja, ich möchte es gerne haben. Ich glaube, ich muss es so fangen jetzt, ne? Routenschlag ist okay. Ist kein Problem. And no fucks were given that day. Wir werden es fangen, Leute.
Wir haben 5 Pokewelle. Oh, das ist ein. Das gefällt mir hier, das Design. Zack. Komm. Drücken. Drücken. Nochmal drücken. Und zack. Nice. Kleptifunk wurde gefangen. Sehr gespannt. Kriegen wir jetzt trotzdem schon einen Eintrag? Oder noch nicht? Maut, Alter. 50 XP. Nicht schlecht, Herr Specht. Bekommen wir einen Eintrag oder sowas in der Art? Möchtest du den Kleptifunk? Nein, möchte ich nicht. Nee, wir haben ja noch keinen Pokédex. Wie sollen wir den Eintrag generieren? Ist ja ganz klar. Dann schauen wir mal, was das jetzt für ein Typ ist. Bericht. Oh, Unlicht. Deswegen hat Mogelhieb nämlich nicht funktioniert. Okay, glaube ich. Es hat einen schlechten Initiativewert und einen hohen Verteidigungswert. Ob das jetzt so der Brüller ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber, na gut, wir nehmen es jetzt erstmal. Vielleicht kommt ja noch ein zweites, was wir noch mitnehmen können. So, hier haben wir noch ein Pokémon. Das nehmen wir natürlich auch sehr gern noch mit. Kurz vor Schluss dieses ersten Pokémon-Schild-Streams. Grüße, Pinpai. Aloha. Ich kann ja gar nicht Alola sagen. Also Galar. Galar, ihr Lieben. Sieht mir irgendwie nach Unlicht aus. So, Kleptifuchs, ein kleiner Dieb. Ah, guck mal, die Tier hat schon, hat es schon richtig gesehen. Wir setzen nochmal Zartag ein. Und jetzt können wir auch Schlitzer einsetzen. Maikro. Ah, wird Maikro nicht zu dem Vogel-Pokémon, was ich gerne haben wollen würde? Dann brauche ich leider ein männliches. Tut mir leid. So. Alter, ein Prof ist da. Ja. So. Verteidigung sinkt, das ist nicht so schlimm. Level 6 vor allem schon. Krass. So. Wir nehmen die Münzen mit. War das jetzt sexistisch? Corby Knight? Ich glaube. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, das ist die erste Stufe von Corby Knight. 60 Pokédollar. Alter, geil. Hier ist noch ein Fuchs. Wie er auch schleicht im hohen Gras. Das ist ja cool. Ich hätte trotzdem ganz gern noch einen Vogel. Da ist er. Na komm her. Genau. Auf geht's. Los, Mauzi. Anspannung. Da, keine Bären mehr. Das ist ja cool. Okay. Dann auf geht's. Zahltag Nummer 1. 3 Stück kriegen wir hin, oder? Silberblick. Ja, so wild. Alles gut. Also, das Pokémon ist schon wild. Ja, die Situation nicht. Zahltag nochmal. Lass es regnen. It's raining. Man oder Money. I don't know. Nochmal Silberblick. Alles kein Stress. So langsam müssen wir aber unsere Pokémon trotzdem heilen. Das, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen. So, nochmal Zahltag. Und jetzt haben wir doch den roten Bereich. Überheblichkeit. Das hat man vorhin schon gesehen. Das tat... Nö, das tut nicht so weh. Okay. Dann X. Pokéball. 4 Stück haben wir noch. Unser zweites Pokémon. Können wir es schon fangen? Ich hoffe doch. 1, 2 und 3. Und dann müsste es Klick machen. Und das macht auch Klick. Das ist der Wahnsinn. Maikro wurde gefangen. Ich bin happy. Ich bin sau happy. Es gibt ordentlich XP. Mauzi erreicht Level 7. Okay, ja, passt soweit, alles gut. Und wir wollen natürlich Maikro keinen Namen geben. Alter, bist krass. So, drop the Maikro. Das habe ich vorhin auch schon gemacht. 2x Paraheiler. Das erklärt mir sogar, was das ist. Danke für nichts. So, wir könnten Mauzi weiter leveln. Die anderen, ja, mit denen können wir halt jetzt nicht so viel machen, ne? Die können wir kaum. Dann leveln wir halt Mauzi weiter. Ein Wulu darf im Team natürlich nicht fehlen. Das ist ja auch ganz klar. Also, das müssen wir jetzt alles schon noch mitnehmen. Ich kann den Stream gar nicht beenden, Leute. Das geht gar nicht. So, da gehen wir mal rein. Guck mal hier, Level 3. Ja, entspannt. Aber da hätte ich gerne ein weibliches. Wulu ist so ein weibliches Pokémon, Leute. War das in den vorherigen Editionen auch schon so, dass man... Ja, ich glaube schon. Bei Let's Go Pikachu war es genauso, ne? Wenn ich die Pokémon gefangen habe, habe ich mehr XP bekommen. Ich musste sie ja dort sogar fangen. Da konnte man ja gar nicht kämpfen. Komplett verdrängt wieder. Diese komplett komische Mechanik. So, Hoplo erreicht Level 8. Ach nee, Moment. Ups. Klepsifokus erreicht Level 6. So rum. Und 70 Pokédollar gibt es auch noch.
Wie die ganze Zeit die Gender assumed. Ja, natürlich! So habe ich das schon immer gemacht bei Pokémon. David, sei gegrüßt. Aloha. Oder Galare, wie man hier zu sagen pflegt. Jetzt schnappen wir uns noch ein schönes Wally, ein Wani. Oh, da müsste man eigentlich noch einen Zahltag rausbekommen. Ohne, dass es drauf geht. Ein Volltreffer. Okay, unserem Mauzi geht es auch nicht mehr allzu gut. Aber ich glaube, einen Zahltag können wir uns noch erlauben. Bitte, ja, danke. So, Heuler. Ja, komm, hau raus. Heul doch, heul doch. Ich fange dich trotzdem. Und dann haben wir schon ein volles Team, Leute. Da ist das Team schon voll. Schon allein durch das Mauzi. Krass. Unfassbar. Und? Nee, 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 nee. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen asynchron mit der Musik, weil, ne, Switch, eh das dann übertragen wurde, das nicht wundern. Oh, das Hoplo, so close. So close vom Level Up. So, Wally bekommt keinen Spitznamen. Und ich glaube, jetzt haben wir auch halbwegs alles abgeklappert. Dass wir entspannt... Guck mal, die sind auf einmal verschwunden. Wie? Ach nein, das sind sie noch. Okay, never mind. Never mind. Pass auf, dass sie nicht, sollen nicht wecken. Die schlafen. Wally soll man nicht wecken. So. Das ist Wally traurig. Ich habe Angst, dass hier wieder was passiert. Ein stärkeres Lohr habe ich noch nie gesehen. Dann hast du noch nie gegen Rot gekämpft, mein Freund. So, hier gibt es doch bestimmt was Geiles. Wir bekommen beim Pokémon Supermarkt. Ich möchte etwas kaufen. Ich kann keine... Ich kann Beleber kaufen. Aber keine Pokebälle. Ich bin enttäuscht. Einfach enttäuscht. Ich habe eine Angel. Ich habe eine Angel. Ich habe die einfach schon. Ich habe die Angel einfach schon. So direkt. Hallo. Okay. Ja, mit dem Zug fahren wollen wir ja jetzt noch nicht. Das können wir später machen. Ich würde sagen, wir haben erstmal ein bisschen rumgeschaut. Im nächsten Stream können wir dann... Da oben geht's doch weiter. Ich wollte gerade sagen, im nächsten Stream, da können wir uns dann noch um mehr Sachen kümmern. Ja, ich muss zum Pokémon-Labor. Sonst komme ich nicht ins Poké-Center. Es war ja ein bisschen klar. Dieses lineare Spielen, Leute. Man liebt es. Ich werde jetzt hier speichern. Wir haben jetzt knapp eine Stunde gespielt. So wie ich es für den Stream vorgesehen hatte. Und wir können jetzt noch ein bisschen quatschen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Mal auch wieder mit rein. Und für diejenigen, die es bei YouTube nachschauen, positive Bewertungen wäre natürlich super nice. Und bei den nächsten Folgen aus diesen Streams habe ich dann hoffentlich so einen kleinen Rahmen und vielleicht mit Chat und per Facecam irgendwo anders. Hoppala. Oh ja. Die im Twitch-Chat bei diesem ersten Stream, die können auch ein bisschen ihre Meinung dazu sagen, wie sie es vielleicht gerne hätten. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sage good game. Hoppala, macht es gut und bis dahin. Ein lustiges Spiel. Ist ein lustiges Spiel. Wirklich nice. Bis dann. Tschüss.